Aufnahme Start für YouTube. Hi YouTube. Das hier muss ich drücken. Daily Run. Ach, weißt du das? Oh, das Jacob Esau, ne? Heide Bimbam. Es ist aber auch verzwickt im Moment mit den Dailies. Ja klar, wir machen Jacob Esau bis Blue Baby, natürlich. Natürlich machen wir das. Alter, was wollen die von mir? Ja, ich find's ja geil, dass es so warm ist. Ja, ich bin ja ein Freund von warm. Ich schwitze dann auch gerne, ist mir egal, dann schwitze ich halt. Ich bin ja dann nicht der Einzige, der schwitzt, ne? Dementsprechend, ich schwitze lieber als zu frieren. Aber, ja, ich wollte am Mittag, ich habe überlegt, Rasen mähen. Und dann habe ich gesagt, nee, komm. Leg dich einfach ins Bett. Hast jetzt 2 Tage durchgekerchert. Jetzt machst du mal einen gemütlichen Heimmittag. Ich wollte eigentlich was machen. Meine Frau hat dann gesagt, komm, nimm dir doch auch mal einen Tag frei, ne? Bei uns im Hof sind es auch 28 Grad. Krass, oder? Aber geil. Ich werde jetzt hier auch nicht super explizit. Ich versuche einfach durchzukommen, ne? Wenn ich nicht durchkomme, ist auch okay. Dann machen wir den nächsten Run. Ganz einfach. Seht ihr, das war Skill. Kappa. Ja, warum nicht? Luck up. Luck up. Ein Horf. Und ein Tears down. Okay. Kein Drama. Habe ich mal eine Frage. Was ist ein Raid? Das kommt drauf an. Wenn es um Twitch geht oder wenn es um MMORPG geht. Wenn es um Twitch geht, wovon ich ausgehe, dann ist es einfach, dass alle meine Zuschauer, also wenn ich aufhöre zu streamen, kann ich alle meine Zuschauer, die wollen, zu einem anderen Streamer schicken. Und dann raidet man den vom Prinzip. Man fällt in seinen Chat ein, sozusagen. Okay. Das ist alles Bullshit. Das ist alles Bullshit, ich will das gar nicht. Ja, aber überleg mal, wie viele Stunden das sind, Tobi. Das war jetzt auch nur gesponnen. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Alles gut. Das war jetzt nur... Für 500.000 würde ich dann halt sagen, wirklich ein Spiel eurer Wahl. Scheiß drauf, ne? Wie lange? Außer jetzt spielt Skyrim durch oder so. Und das ist ja abgestuft. Ja, man kann ja auch sagen... Mit 200.000 gibt es halt wirklich nur einen Stream oder so. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Einfach mal. War einfach mal dahin geredet. Und es soll ja auch was Besonderes sein. Es soll ja nicht. Es muss ja auch nicht jeder jedes Jahr ein komplettes Spiel für sich haben, ne? Ich meine, das ist ja individuell machbar alles. Ja. Kein Problem, Apple-Bomber. Gerne doch. Ah. Wir haben 4 Bomben noch. Boah, ja, okay.
Ich hätte gerne noch ein bisschen Geld, aber ich weiß nicht woher. Ich habe jetzt 190 Bits. Meinst du die Währung, die du cheeren kannst? Okay, es gibt nichts. Oder meinst du mit Bits diese Punkte bei mir? Die Teufelchen. Hi Johnny, grüß dich. Oh, guck mal, hier ist noch Geld. Nimm das mit, ich will das Herzchen haben. Das ist alles. Oh, hier wäre auch noch Geld. Nee, das reicht. Ich brauche nur das Herzchen. Jetzt habe ich doch geminmaxed, ne? Ich denke mal, ja, Johnny. Ich hab Bock. Aber erstmal 1, 2, 3 Runs. Und dann so ab 9 oder so Terranigma. 2 Stündchen. Fuck. Natürlich. Natürlich. Aber auch schlecht gespielt von mir. Muss ich zugeben. Hebel. Okay. Hebel. Ja, das wird wahrscheinlich nichts mit dem Run, aber wie gesagt. Was war das? Lol, weil ich zwei Chars bin, ich habe mich nicht bewegt, habe ich automatisch Damage bekommen in dem Raum. Okay, das darf natürlich nicht passieren. Das ist scheiße vom Spiel. Das sind Bits. Dankeschön, Apfelbomber. Seems good 100. So sieht's aus. Dankeschön. Sehr nett. Jetzt weißt du auch, was du damit machen kannst, ne? Danke, danke. Ah, shit. Okay, kann ich vergessen, den Run. Eigentlich soll ich den gar nicht weitermachen. Das frisst nur Zeit jetzt. Ich muss den ja nicht schaffen. Wir gucken mal, wenn es jetzt was richtig Geiles gibt. Ich gehe auch mal in den Devil Deal, falls ich überhaupt überlebe. Ah, wir kriegen ja gar keinen Devil Deal. 200k aus deiner Liste, 350k Wunschspiel für eine Woche als Zweitspiel. 500k. Das Problem ist, Tobi, ich kenne mich ja selbst. Und wenn mir dann ein Spiel gefällt, ne, dann will ich es ja auch weiterspielen. Und das ist dann immer unfair. Deswegen versuche ich ja, alle Spiele zu spielen, weil sie mir dann ja auch gefallen. Und wenn ich dann sage, okay, das gefällt mir nicht, dann ist das immer so ein bisschen, ah, weiß nicht. Ich weiß, es nimmt mir dann keiner böse, wenn ich dann nicht doch fertig spiele, aber manche spiele ich dann fertig und manche nicht. Und das hat immer so Geschmäckle, sag mal bei uns, ne? Und das finde ich ein bisschen schade. Komplett, du meinst nicht 100%? Ja. Aber dann nimmt wieder die 200k, nimmt halt eh dann keiner wahr, weißt du? Und die 350 nimmt dann vielleicht auch keiner wahr und wartet dann doch auf die 500. Wäre dann ja auch okay. Ja, komm, wir brechen das hier ab. Das hier mache ich nicht fertig. Ja. Das ist Quatsch. Das dauert mir jetzt zu lange. Nein, kein Geschmäckle. Der Geschmäckle ist ein bisschen zu hart. Aber du weißt, was ich meine. Es ist dann halt... Ah, weiß nicht. Und es dann wirklich nach einer Woche einfach abbrechen, obwohl es mir ja Bock macht, ne, ist halt auch blöd. Ne? Nur damit es abgebrochen ist. Weil der Zuschauer hat ja nur so viel bezahlt. Ich überleg's mir. Aber danke für die Vorschläge. Aber ich überleg's mir.
Vielleicht hebe ich es auch einfach nur auf 300.000 an und sage, darf, wie ich es bis jetzt habe, darf maximal, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich drinstehen habe gerade, 10 Stunden laut, how long to beat haben oder 15 Stunden oder so, ne? Einfach mal gucken. Im Prinzip ist es auch unnötig, bei meiner Größe mit maximal 10 bis 20 Zuschauern, da einen riesen Aufriss zu machen, ne? Ja, 15 Stunden, okay. Zweckhaus hätte ich 350k genommen. Ja, absolut. Ist ja vollkommen in Ordnung. Mal gucken. Ich will es bloß ein bisschen anheben, weil für mich, vom Gefühl her, ist es einfach, es schränkt mich doch mehr ein, als ich gedacht hätte. Ja. Und selbst in Spec Ops ist bei mir 1,5 Wochen Streamzeit als 2 Titel. Ja, ist einfach so. Weil die, ich stream zwar ziemlich viel, aber wenn man Isaac abzieht, ne? Apple, dankeschön für den Prime. Sehr, sehr nett. Dankeschön. Dankeschön. Für den ersten, ne? Perfekt. Aber du weißt, der wichtigste ist der zweite. Und wenn du den zweiten gemacht hast, dann ist der wichtigste der dritte. Und immer so weiter. Aber dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, mich schränkt es mehr ein als... Also, mir macht es Spaß. Ich finde es cool. Ich lerne dadurch natürlich auch Spiele kennen, die ich ansonsten wahrscheinlich nie gespielt hätte. Aber es nimmt halt sehr, doch mehr Streamzeit weg, als ich gedacht hätte. Und das kann man ein bisschen reduzieren, indem man es einfach teurer macht. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Oder ich nehme es ganz raus. Aber das würde ich auch schade finden. Weil es halt doch ein cooler Anreiz ist, hier zuzuschauen. So, das Rad, ne? Leute... Wir wollen ja weiterkommen hier im zweiten Save-File. Komme ich hin? Ja, schauen wir mal, ne? Ist ja kein Muss. Wir mischen durch. Und es wird... Lilith. Normal Lilith. Okay. Woo. So geil, diese Lache. Woo. Nicht Lache, aber dieser Schrei im Publikum. Lilith. Was sind wir denn bei Lilith? Haben wir sogar schon freigespielt? Wir haben sogar schon mit ihr, mit dem Tainted, was gemacht. Das heißt, wir gehen Beast mit Lilith. Nee, wir gehen Mother mit Lilith. Okay. Lilith to Mother. Okay. Keine 10 Zuschauer momentan, das heißt, es gibt noch keinen Dings. Bums, Wette. Na, erst ab 10. Sonst lohnt sich das nicht. Das ist selbst bei 10 Leuten oder mehr meistens so, dass keiner irgendwie gegen den anderen wettet. Bei meiner Streamergröße. Dementsprechend egal. Oh. Lilith. Ihr wisst ja, ich mag Lilith nicht. Wir haben Darkness. Okay. Sie kann sehr strong werden, aber meistens wird sie nicht strong und ich verliere mit ihr. Das Gute ist, ich kann Guillotine mitnehmen. Wenn Guillotine kommt. Oh, shit. Natürlich ist der erste Raum auch direkt Envy, ne? Klar, was sonst? Guck mal, jetzt subscriben sie alle, um noch schnell mehr Punkte zu bekommen, ne? Dankeschön. Weil sie Angst haben, dass das Spiel mehr kostet. Nein, Spaß. Wer hat denn subscribed hier? Snaxy, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Für den zweiten Prime. Prime, no shaming for Prime Gaming, aber das tut eh keiner. Moinsen, sag ich auch immer. Dankeschön, danke. Und Ty Anderson. Nochmal. Force Chat, sagt er. Oh, da lurkt er bei mir wieder nur, ne? Ja, versteh schon.
Trail of Tears. Okay, gar nicht so schlecht. Ich finde, Trail of Tears ist ganz cool, weil du schon oft rückwärts läufst. Und die Gegner verfolgen, ne? Boah, das ist natürlich schon ein Drecksraum hier. Stimmt nicht so halb. Auch geil. Kannst halt nichts machen, bis du dort bist. Ey, ich muss hier hoch. Hier. Yeah. Alles gut, Andersen. Kein Ding. Da keiner verpflichtet, hier als einziges zuzuschauen. Wenn ihr Gorbi schaut, und ich hoffe, ihr tut es, denn ihr müsst es. Wenn ihr Gorbi schaut, dann müsst ihr auch, dann habt ihr einen Exklusivvertrag bei mir, ne? Das ist klar. Herr Kappa. Oh Gott. Gott, und das mit Lilith, really? Mich verarschen oder was? So, jetzt wird's lustig. Ich gehe von der anderen Seite hin. So schwierig mit ihr. Ja! Natürlich, Johnny, natürlich. Noch schärfer geht gar nicht. Heute war ein wilder Tag auf Arbeit. Wir haben heute wieder Verkehrszeichen gesetzt. Standen also im rechten... Mit rechten... Was heißt das eigentlich, Verkehrszeichen gesetzt? Also neue Schilder oder Schilder, die irgendwo... also in neu angelegten Straße oder so? Oder irgendwo, wo was umgefahren wurde oder so. Und drumherum leuchtet auf der Fahrbahn. Setzen also das Verkehrszeichen, hörten nur Bremsen und einen Knall. Was ist also passiert? Ein Unfall. Uff. Direkt neben euch oder in euch rein? Neues Schild auf alter Straße. Okay, alles klar. Weil sich dort die Verkehrssituation geändert hat oder... Oh Gott! Was ist das für eine Ebene hier direkt? Oh, Alter. Hinter euch, okay. Schon anderthalb Herzen verloren. Lull. Oh. Huiuiui, Tiffy. Das ist ein Chaos, ne? Unnötig. Ich bin froh, wenn Curse of the Darkness... Lilith ist echt einer meiner... Das ist kein Hasschar, das ist falsch ausgedrückt. Aber ich finde sie super schwer zu spielen einfach. Kaffee mit Hafermilch, Leute. Geil. Ich mag mittlerweile Hafermilch. Ich gehe direkt rein, ich brauche irgendwas.
Okay, aber ich... Bringt das was? Ich habe schon wieder vergessen, Dings anzumachen. Oh Mann. Ah, es passiert gar nichts. Oh. Oh. Okay, wir sind tot. Oh. Alter. Glück gehabt. Oh Gott. Für einen Raum. Wenn ich den daran noch schaffe, irgendwie. Wir stellen zurzeit viele Schleudergefahrschilder auf, weil die Autobahngriffigkeit nicht mehr... Okay. Verstehe. Ja. Gut. Oh mein Gott. Was will der denn eigentlich jetzt? Na, natürlich kommen hier noch andere. Oh mein Gott. Ja, das ist richtig. Aber klar, ich meine, wenn die Griffigkeit nachlässt auf so einer Autobahn, dann ist das ja halt ein richtig teures Unterfangen, so eine Autobahn komplett neu zu machen. Ja. Okay, wir sind so tot gleich. Wir sind einfach tot. Oh Gott, das war alles close mit ihr. Guck mal, es geht dann gar nichts. Ah, schlimm. Boah. Ich fahre eine Bahn. Wie? Wie? Ja, mit einem halben Herz zum Boss. GG. Okay. Tschüss. Ja, ich kann halt auch nichts mehr machen, ne? Okay. Also, der Run wird nix, Leute. Das sage ich euch jetzt schon, aber... Wir haben jetzt schon mal ein Tier-Sub bekommen. Wir haben halt ein Herz, kann halt jede Sekunde vorbei sein. Was gibt's hier? HP ab. Können wir gleich machen. Vielleicht, wenn mein Dings hier aufgeladen ist, ne? Meine Güte, bleib hier. Echt? Was habe ich denn für kleine Hampelmänner da bei mir? Wo kommen die denn her? Ach, von dem hier, ne? Spawns Mini Isaac that follows you and attacks enemy when hit. Ja, nice. Okay, wir sind tot. Aber komplett. Alter. Alter, als ich das geschafft habe, ich glaub's ja nicht. Okay, ist mir jetzt auch egal, ob ich da unten reinkomme oder nicht. Oh.
Das ist Skill. Boah, das war einfach nur ein Riesenglück. Ich hasse diese gelben Fliegen um mich rum. Ja! Natürlich schafft er das. Alter. Niemals. Woher konnte der wissen, dass ich da hinlaufe? Ist einfach nur Glück gewesen von ihm, ne? Egal. Es hat so ausgesehen, wenn er nach oben schießt, dann laufe ich nach links weg und er macht das Ding schräg. Das ist echt krass. Okay, das ist HP. Oh. Struggle goes on. Naja, das gibt HP, das gibt Damage. Bin von denen noch nie getroffen worden, glaube ich. Und jetzt zweimal direkt hintereinander. Ja. Naja, einfach weiter und abwarten, ne? Vielleicht ergibt sich ja noch was. Ist ja oft so. Oh no. Egal, ich gehe so zum Boss. Habe ich noch eine kleine Chance auf einen Devil Deal, zumindest. Oh Gott. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Oh. Unglaublich. Jetzt kommt Eye Drop. Komm, ist jemand da? Fachkräfte ist nicht da. Eine Fachkräfte würde sagen, ich finde das geil, das Item. Nein, das ist scheiße. So, ich muss jetzt erstmal zwei Bomben finden. Ne. Sonst geht eh nix. Sonst ist eh vorbei. Ich glaube, das wird nichts mehr mit den zwei Bomben finden.
bin sogar am Überlegen, den Boss zu machen. Das ist keine Bombe, Leute. Ich brauche Bomben. Nein, das sind keine Bomben. Auch Bomben, Mann. Ich habe jetzt noch zwei Räume und den Boss. Und es müssen zwei Bomben droppen. Ansonsten ist der Run eh durch, ne? Also ich... Und ich habe nicht mal Bomben verschwendet. Ich glaube, eine. Ich glaube, eine habe ich verschwendet. Gehst du mal kaputt? Unglaublich. Ja, keine Bomben. Das heißt, ich muss jetzt beim Boss irgendwie ein Item mit zwei Bomben bekommen oder so. Ich muss den erstmal schaffen, ne? Der ist halt super schwer. Ich finde den super schwer, den Boss. Da, ja, du musst eigentlich nur im Kreis laufen, aber manchmal macht er halt auch die Scheiße. Okay. Das gibt keine Bomben, oder? Nee. Das gibt keine Bomben. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Oh doch, ich kann ja noch... Das erste Knife Piece habe ich ja. Ich kann ja noch... Ich kann ja jetzt nochmal normal runtergehen, dann der nächsten Ebene, oder? Gib's auf? Nö, nö, nö. Das müsste ja gehen. Da oben ist auch nichts drin. Nee, nee, nee. Aufgeben nicht. Solange die Möglichkeit besteht. Ich weiß, jammer wieder nur, ne? Will ich eigentlich gar nicht. Ja, das werde ich nicht mitnehmen. Ich hasse es. So. Keine Jammerei mehr jetzt. Hier Raid ist eigentlich schon ganz cool. Range nicht. Man kann nur mit Anlauf treffen. So geil, guck mal. Wenn ich es erlebe, wirst du sehen. Okay. Hier haben wir potenzielle Chancen auf Bomben. Das könnten Bomben sein. Bombs are keys. Okay, dann gehen wir zum Schluss weiter. Ich gebe mein Bestes, Tobi, aber man muss auch ein bisschen jammern bei diesem Spiel, ne? Ja, okay. Kann ich nichts machen. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher nach rechts gehen müssen. Um nicht getroffen zu werden.
Warum Bomben? Keine Bomben. Ihr vielleicht? Nein. Eine Trollbombe, ja. Gut. Ja. Auch potenzielle Bomben. Aber erst nach dem hoffentlich bekommenen Devil Deal. Aha. Isaacs Mom, grüß dich. Da ist die erste Bombe. Stark. Das war keine Bombe. Hier kommen doch noch Pins, oder? Auch keine Bombe. Mache ich jetzt den Boss? Ich glaube schon, für den Devil Deal, ne? Schwierig. What? Nein! Okay, so viel zum Devil Deal. Weiß nicht, was mich beim ersten Mal getroffen hat. Ex-Boss. Ex-Boss. Ja, der ist jetzt echt nervig. Sehr, sehr nervig. Ich muss jetzt hier runter, ansonsten können wir den Run abbrechen. Ansonsten habe ich ja alles mit dem Char, ne? Oh, wir haben Dark Bar bekommen. Das ist natürlich nett. Der Boss ist halt sehr, sehr viel Konzentration, ne? Und auch ein bisschen Glück, wie gerade die Konstellation ist, wann er rauskommt. Weil er hat ja nicht viel HP. Du musst halt nur im richtigen Moment treffen, ne? Mehr ist es ja eigentlich nicht. Greifen diese kleinen Viecher eigentlich mal an? Oh ja, jetzt habe ich es gesehen. Da ist die zweite Bombe, nice. Ich löse die gleich ein. Das ist hier von, wie heißt das? Hier von Giant Cell. Ist hier oben, ich hab's gerade markiert. Und über dem Dings im Item Tracker. Das spawnt so, wenn ich gehittet werde, was ja sehr oft passiert gerade, spawnt er so kleine Viecher, die dann auf die Gegner schießen. Manchmal. Hallo. Hi Diarö, grüß dich. Leider nicht mit Lilith. Ansonsten geiles Item.
Sieht man auch sehr selten im Itemraum, ne? Spawnt nur Batteries oder ist das? Ah, das weiß ich nicht. Ich habe leider das Ding vergessen, wieder anzumachen. Battery. Ah, das ist das, was Batteries droppt. Okay. Also ich mal ein Dankeschön und herzlichen Glückwunsch an Diarö. Viel Spaß mit den 4-5 Emotes, die von mir sind. Danke, danke. Danke, danke. Wolltest du dein Dings wieder auffüllen? Sollen wir mal kurz gucken? Oh nein, doch, hier ist richtig, ne? Ah, guck mal, hast du gesehen? Ein bisschen hat er gerade wieder dazu bekommen. Gerade noch in dem Moment, in dem ich geswitcht bin. Kaufe ich mir das? Kann ich zwei Karten halten? Bisher ist noch nicht eine Karte gedroppt. Ne, ich kaufe eine Bombe und das war's. Danke, danke. Sehr, sehr nett. Was ist, sind 8? Bitte nicht untertreiben. Was, 8? Ja, aber ich glaube, ein paar sind nicht von mir. Also ein paar sind einfach nur, das sind diese Follower-Emotes. Die sind, glaube ich, integriert. Da habe ich einfach irgendwelche Standard-Emotes genommen. Hallo. Von Twitch. Wachkräfte, grüß dich. Mann, nimm doch das hier mal. Danke. Also ja, die gibt's bei mir. Die kannst du auch aber auch jedem anderen Kanal bekommen. Aber den Mini-Gorbi-Kappa und den Gorbi-Kappa, den kriegst du nur hier. Natürlich. Mal hier. Ja, da habe ich noch Slots offen, aber ich bin selbst sehr kreativ, bin ich, aber ich kann es nicht umsetzen. Meine Photoshop-Skills sind nicht gut genug. Und Geld dafür zahlen, bin ich zu geizig. Meine 10k Teufelchen hin? Weiß nicht. Was für 10k Teufelchen? Oh. Und vom letzten, Ich habe das noch gar nicht ausgewertet vom letzten Mal, oder? Kann das sein? Doch, nur Tomchen hat gesetzt. Ich habe nichts gemacht. Nach 16k, ich bekomme ein Autogramm. Letzter Run war Regular Keeper, Beast und Tainted Unlock. Das habe ich geschafft, ne? So, damit Dings seine Punkte zurückbekommt. Ich habe nichts gemacht, Fachkräfte. Also, die hast du verzockt wahrscheinlich. Kann das sein? So, ich sehe mich wieder auf einem guten Wege, doch Richtung Mother zu kommen. Es war sehr knapp, mit einem halben Herz am Anfang. Aber alles gut. Jetzt fehlt so ein bisschen Damage halt, ne?
für einen Raum? Ich wusste es doch, dass hier noch so ein paar Mini-Pins kommen. Answers. Ja, komm, nutzen wir gleich. Aber Ashpit, ja moin. Warum werde ich niemals da hochbekommen? Oh Gott. Ah, wo soll ich hin, bitte? Da ist noch einer. Oh shit. Den habe ich null gesehen. Den habe ich null gesehen. Alter, Fachkräfte. Isaacs Moms reicht. Aber Dankeschön. Vielen Dank. Sehr, sehr nett. Wie immer, sehr, sehr nett. Und Glückwunsch, Fachkräfte. Wie kann ich diesen Gegnern ausweichen? Ich verstehe nicht ihre Angriffsformation und ihr Movement. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Da musst du weitermachen. Speed up? Für zwei Bosse? Ja, let's go. Oh, fuck. Okay, ich werde so sterben, aber das Speed-Up habe ich gebraucht. Ich brauchte das. Wer kommt jetzt noch? Oh mein Gott, der neue Boss. Okay, wir sind so tot. Ich weiß nicht mal, was er macht. Klappiert er denn? Was ist mit ihm los? Was ist mit ihm los? Der hatte wieder voll HP? Hä? Muss ich den in einer gewissen Zeit schaffen? Das ist ja ultra hart. Für einen Behälter, was willst du machen? Ich war ja eh schwach, ne? Ich musste ja irgendwas machen, um stärker zu werden halt. First try, wie immer. Okay. Das war nix.